Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Wir wollen uns heute wieder einen Clankrieg anschauen. Und zwar diesmal geht es um drei Rathaus-9er Angriffe. Wir fangen auch gleich mal an mit dem ersten Angriff hier auf den Gegner Nummer 10. Christina hat den Angriff ausgeführt. Es ist ein, ja, Gola-Loon-Angriff. Also Golem-Lava-Loon. Hier wurde jetzt als allererstes der Golem gesetzt, beziehungsweise die zwei Golems, und es wurde versucht, die Queen auszuschalten, ist sehr wichtig bei einem Luftangriff, und die Clanburg zu killen. So, dafür hier ein sehr großes Kill-Squad. Weiterhin wurde auch versucht, möglichst die Luftabwehr auszuschalten, so viel wie möglich. Dann hat man den weiteren Angriff viel weniger Probleme. Okay, hier noch ein paar Bomben ausgelöst. Das Rathaus ist auch gleich mit draufgegangen. Okay. Momentan ist eine Luftabwehr ausgeschalten. Die Queen lebt noch und auf der unteren Seite ein Magier. Die Queen kann auch gezündet werden, wurde auch in dem Moment gezündet. Und jetzt sind die Lava-Hunde im Spiel und die Loons natürlich. Die Eil werden gesetzt. Sowie der Wut. Und die Lava-Hunde bewegen sich von Luftabwehr zu Luftabwehr. In dem Fall hier die Loons haben es ganz gut gewählt, die sind geradeaus zur gegenüberliegenden Luftabwehr, was sehr wichtig war. Und dass die Queen überlebt hat, ist in dem Fall auch sehr wichtig. Die räumt hier noch entspannt auf. Wir drehen mal etwas schneller. Hier die letzten Loons haben noch den Bogiturm und den Magierturm zerstört. Und helfen jetzt auch mit beim Aufräumen. Sehr guter Angriff. Das mit noch nicht gemaxten Helden auf Rathaus 9 ist wirklich gut. Da die Def von dem Dorf doch sehr gut war. Gut. Maxi hat einen Angriff ausgeführt auf einen Rathaus 9er. Auch einen sehr starken Rathaus 9er. Auch das hier war ein Gola-Loon-Angriff. Wie beim letzten Angriff hier genau das gleiche. Golems werden gesetzt. Und die Helden als Kill-Squad. Auch hier wird wieder versucht, die Queen zu killen. Sowie die Luftabwehr auszuschalten und die Clanburg zu töten. Ist sehr wichtig, stellt euch mal vor, wenn jetzt die Clanburg nicht getötet wird. Und die, zum Beispiel ein Babydrache, die ganzen Loons tötet. Das ist sehr schlecht, dann ist der Angriff ein voller Fail. Deswegen ist es wirklich wichtig, die Clanburg auszuschalten. Und hier, wie man sieht, wurde jetzt sogar beide Luftabwehren ausgeschaltet. Das ist ein deutlicher Vorteil, weil dadurch der Angriff noch entspannter verläuft. Wir werden es jetzt hier sehen. Hier der obere Lava-Hund, der tankt ziemlich viel. Die Loons kamen etwas spät, finde ich. Aber es hat auf jeden Fall gereicht. Sehr schön. Auch einige Bodentruppen haben noch überlebt. Das ist sehr gut, sehr wichtig fürs Aufräumen. Ganz besonders, wenn wir hier keine oder fast keine Lava-Puppies mehr vorhanden sind. Also die Lava-Welpen. Okay. Und jetzt der letzte Sprint auf die Verteidigungstürme. Und zwei haben überlebt. Zwei Defense-Einheiten, also Verteidigungsgebäude. Aber die Queen wurde gezündet und die Gebäude sind auch down. Sehr schön. Und die Bowler hier unten, die zerstören die Mauer und kommen gerade so durch. Sehr schön. Aber auch hier ein ganz entspannter Angriff auf das gemaxte Rathaus 9 von der Defense. Die Helden waren noch nicht ganz gemaxt.
Aber das macht nichts. Sehr stark. Gut, und ein dritter Angriff auf Rathaus 9 von Luna. Wir schauen direkt mal rein. Der Clankrieg war übrigens sehr knapp. Es gab nur einen Stern Unterschied. Wir haben mit einem Stern mehr gewonnen. Ich dachte, direkt davor hatten wir auch einen Clankrieg, der extrem knapp war. Da haben wir mit Prozenten gewonnen. Gut, diesmal greift Luna mit einem mit einer Taktik an, hier einen Hexenmorg mit Bowler und einem Golem als Tank vorne da. Hier wird als erstes jetzt die Clanburg ausgeschalten. Ein schöner Gift drauf platziert. Bei dem Angriff ist sehr wichtig, dass die Hexen teilweise auch außen rumlaufen und in der Mitte eine gewisse Einheitentruppe reinläuft, um möglichst als komplette Front die Base aufzuräumen. Die kleinen Skelette, die hier von den Hexen immer gespawnt werden, die sind sehr wichtig. Die tun den Damage aufhalten, sodass die Hexen länger überleben. Und die Heiler helfen natürlich auch, falls die Hexen trotzdem angegriffen werden, dass sie weiterhin überleben. Und wie man sieht hier, eine sehr schöne Front, die Base direkt überrollt. Ein wirklich sehr starker Angriff. Probiert es auch mal aus, diese Angriffsart, wenn ihr mögt. Lasst mal einen Daumen nach oben da für die Angriffe. Abo nicht vergessen, für weitere Videos natürlich. Und kommentieren dürft ihr natürlich auch. Vielen Dank, Leute, dass ihr am Start wart. Es wird in Zukunft weitere Clash of Clans Clankriegsvideos geben, vielleicht auch noch ein paar andere. Da schauen wir mal, was sich so ergibt. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Und jetzt fällt die Base endgültig.